Wir stellen euch heute unseren neuen Audi A3 in Atollblau vor. Fangen wir einmal mit dem Exterieurdesign an. Das Exterieurdesign zeichnet sich besonders durch markante Linien und Formen aus. Einmal durch die breiten Kotflügel, durch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfallenden Türen sowie die Schulter des Seitenteils hinten, auch genannt den Quattro Blister. Die markanten Formen und Linien finden sich aber auch im Scheinwerferdesign und in den Rückleuchten wieder. Das Fahrzeug wird in 6 verschiedenen Farben verfügbar sein. Einmal in Atollblau, was wir hier an dem Fahrzeug sehen, einmal in Ibisweiß, Pythongelb, Turboblau, Manhattangrau und Mythos Schwarz. Kommen wir nun zu den Motoren des Fahrzeuges. Es gibt 2 Benzinmotoren, einen 1 Liter Dreizylinder mit 110 PS, einen 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS. Dann gibt es noch 2 Dieselmotoren, beides 2 Liter Maschinen, einmal mit 116 PS und einmal mit 150 PS. Zum Ende des Jahres wird noch ein e-tron kommen, ein g-tron und das S-Modell wird auch noch kommen. Kommen wir nun zum Innenraum. Im Innenraum wurde mit dem digitalen Kombi-Instrument und dem serienmäßigen MMI-Display einmal alles auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Bei den Materialien, die im Innenraum verwendet werden, gibt sich Audi besonders nachhaltig. Und zwar gibt es 2 neue Stoffarten, die aus recyceltem Polyester bzw. recycelten PET-Flaschen verwendet werden. Je nach Sitz sind das ungefähr 45 bis 62 PET-Flaschen im Sitz verarbeitet. Nur noch ein paar Worte zum Audi MMI. Es ist die neueste Generation des MMIs, und zwar das MIB3. Beim Vorgängermodell hatten wir noch den Display oben auf dem Armaturenbrett sowie die Bedieneinheit in der Mittelkonsole. Nun ist aber alles Touch und einfach zu bedienen. Falls wir mit diesem Video dein Interesse geweckt haben, komm uns doch gerne im Audi-Zentrum Oldenburg besuchen. Wir zeigen dir das Auto und rechnen auch gerne ein individuelles Angebot für dich. Wir freuen uns auf dich.